Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Brendan Fraser für seine Rolle in The Whale den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat. Der Film kommt in Deutschland erst am 27. April raus, aber wir wollen heute schon mal klären, ob The Whale ganz im Allgemeinen ein guter Film ist und ihr euch den 27. April im Kalender markieren solltet. Okay, let's face facts. Charlie ist stark übergewichtig, verlässt seine Wohnung nicht mehr und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Er arbeitet als Online-Dozent für Schreibkurse, bei denen er die Webcam abschaltet, weil er sich für sein Äußeres schämt. Als seine Gesundheit rapide abnimmt, will er die Beziehung zu seiner Tochter wiederherstellen und bietet ihr daher an, als Ghostwriter ihre Aufsätze für die Schule zu schreiben. Aber ganz so einfach lassen sich die Probleme zwischen den beiden nicht fixen. Brendan Fraser hat vergangenen Sonntag für seine Leistung in The Whale den Oscar für den besten Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen können. Und sein Schauspiel ist auch definitiv das Highlight des Films. Er verleiht dem Charakter Charlie eine natürliche Liebenswürdigkeit, obwohl er in den unangenehmsten und intimsten Momenten gezeigt wird. Und er schafft es auch, dem Charakter eine Mischung aus Sturheit und Verzweiflung zu geben und das alles sehr glaubhaft rüberzubringen. Die Dankesrede von Brendan Fraser war auch unglaublich emotional und mit ganz vielen kleinen Anspielungen an The Whale gespickt. Also man gönnt es ihm einfach aus vollem Herzen und wir freuen uns, dass Brendan Fraser diesen Oscar gewinnen konnte. Aber ebenfalls für den Oscar nominiert war Hong Chau als beste Nebendarstellerin. Sie spielt die Krankenschwester Liz, die sich um Charlie kümmert und auf ihn aufpasst. Und Liz ist einfach ein super cooler Charakter, die sehr viel durchmachen musste und keinen Bullshit duldet. Und ihre liebevolle Härte bildet einen wunderbaren Kontrast zu dem doch recht weichen Charlie. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist eine Szene auf einer Veranda, wo Liz absoluten Klartext redet. Und ganz ehrlich, sie hätte auch den Oscar verdient gehabt, konnte ihn aber im Endeffekt nicht mit nach Hause nehmen. Und wenn ihr Stranger Things gesehen habt, dann werdet ihr auch die Schauspielerin der Tochter von Charlie erkennen. Sadie Sink spielt hier die Teenagerin Ellie. Auch kein leichter Job, denn Ellie hat eine recht komplizierte Persönlichkeit. Gerade in der ersten Hälfte des Films gibt es viele Momente und auch Gespräche, die zwar sehr unterhaltsam, aber auch echt böse sind. Die Dynamik zwischen Charlie und Ellie ist das Herzstück des Films und die Konflikte zwischen den beiden werden hier super aufgebaut. Die Auflösung lässt allerdings ein bisschen was zu wünschen übrig. Denn der Shift von Ellies Einstellung gegenüber Charlie ist hier ja ein bisschen zu schnell und es kommt nicht wirklich überzeugend rüber. Man wünscht sich mehr Szenen zwischen den beiden und weniger Szenen mit den anderen Nebenfiguren. Denn es gibt auch mindestens einen Charakter in dem Film, der auf uns ein wenig wie ein Fremdkörper und dadurch etwas überflüssig gewirkt hat. Es geht dabei um den Missionar Thomas. Er ist zwar gut in den Plot eingewoben und das auch durchaus sinnvoll, aber der Zuschauer ist einfach nicht interessiert oder involviert an seinem Schicksal. Hätte man ihn aus dem Film rausgeschnitten, wäre alles noch ein bisschen fokussierter gewesen. Denn da The Whale nur in einer Wohnung spielt und natürlich ein dialogreicher Film ist, merkt man die 2 Stunden Lauflänge schon ordentlich. Und wenn Aronofsky hier die Story noch ein bisschen mehr auf die Beziehung zwischen Charlie und Ellie konzentriert hätte, wäre das für das Pacing auf jeden Fall hilfreich gewesen. Gut ist allerdings, dass Aronofsky hier auch mehrere Momente einfängt, die für eine normalgewichtige Person Alltagsprobleme sind, für Charlie aber eine riesen Herausforderung. So fällt ihm hier beispielsweise einmal ein Schlüssel unter einer Badewanne und er kann sich nicht so weit bücken, um den Schlüssel hervorzuheben. Und Aronofsky geht dabei ja gefühlvoll vor und spielt die Situation nicht für einen Lacher aus, also er nutzt dieses Übergewicht nicht aus, um Comedy zu produzieren. Die Optik des Films ist dabei gewollt erdrückend. Der Film ist im 4:3 Format und Brendan Fraser füllt in seinem Fatsuit das Bild komplett aus. Die Farben haben einen grünlichen Stich und die Wände des Apartments wirken beengend auf den Zuschauer. Also es verdeutlicht sehr gut dieses innere Gefängnis, in das sich Charlie reinmanövriert hat. Die Thematik des Wals wird dabei natürlich metaphorisch für Charlie selbst, aber auch buchstäblich in Form von Aufsätzen über Moby Dick verarbeitet. Eine zentrale Aussage ist dabei, dass der Autor von Moby Dick nur so lange Passagen über den Walfang und so detaillierte Passagen über den Walfang geschrieben hat, um sich und den Leser von dem traurigen Leben abzulenken. Und das resoniert natürlich unglaublich mit Charlie. Kommen wir also zum Fazit. Es lohnt sich auf jeden Fall, The Whale zu gucken, allein wegen der schauspielerischen Leistung von Brendan Fraser und Hong Chau. Der Film hat so seine Ecken und Kanten, er ist ein bisschen lang und teilweise ein bisschen unfokussiert, aber er ist auf jeden Fall sehenswert. Von der Seite von Filmpalava gibt es 3,5 Sterne für The Whale.